Arsch auch noch hoch. So, die Stimmung ist gut, die Musik läuft noch. Aber jetzt geht's gleich los. Erstes Spiel aus der Spreeliga, SV Grünwald-Schwerin gegen den MTV Altlandsberg 2, der ein wenig müde sein dürfte. Aufgrund der Fahrt hierher, wir haben leider im Stau gestanden. Wir haben jetzt etwa eine Stunde Verspätung. Dafür habe ich ein kompetentes Team hier an meiner Seite. Auf der einen Seite ist es Fredo, auf der anderen Seite Roberto. Beide Verantwortliche im Frauenhandball und wir wollen mal gucken, das Spiel ein bisschen analysieren und mal schauen, was dabei rauskommt. Und wir haben jetzt, wo das Spiel anfängt, gerade noch ein bisschen die Zeit, noch mal kurz auf die Perspektivkarte einzugehen, was wir gerade gesehen haben. Fred, sag doch mal was dazu, während wir hier fast das 1:0 sehen. Und das 1:0 sehen nachgefasst, Wendy Künze mit dem 1:0. Ja, Fred, sag doch noch mal was dazu. Ja, wir haben eben die 7 Mädchen gesehen aus dem Nachwuchsbereich von Grün-Weiß, die in gar nicht allzu langer Zeit sehr wahrscheinlich und hoffentlich unsere Frauenmannschaft, unsere erste Frauenmannschaft verstärken, weil wir ja große Ziele haben. Wir wollen ja mittelfristig wieder in die dritte Liga aufsteigen und liebäugeln so ein bisschen mit der zweiten Liga, aber erstmal die dritte Liga. Und da brauchen wir eben starke Kräfte und die sollen nach Möglichkeit aus unserem Verein kommen. Der erste Konterlauf geht daneben, der Pass von Künzel auf Kinscher landet im Aus. Und die erste Chance war Landberg, der Heber ist drinne. Janine Hetzer mit dem Ausgleich 1:1. Ja, Roberto, selber Trainer, Frauenverbandsliga. Jetzt ist das hier 2 Ligen höher. Inwiefern liebäugelst du damit? Gar nicht. Weil einfach das Niveau ist unglaublich, der Trainingsaufwand dementsprechend. Und es soll so sein, wie es sein muss. Die einen sind etwas kleiner, die anderen etwas größer. Und es ist schön, dass sich das hier in Schwerin so entwickelt hat. Und man hofft natürlich, dass dann irgendwann auch die Vorgabe von unserem Nebenmann irgendwann mal in die Tat umgesetzt werden kann. Und das in Schwerin Frauenhandball ist in der zweiten Liga. Das sind große Ziele. Jetzt haben wir aber erstmal im Liga-Alltag hier in der Ostsee-Spreeliga. Und da heißt es fast 1:2. Der Wurf über das Tor. Aber schön freigespielt auf der Außenseite Marion Prima. Ja, wir haben in den letzten Spielen, auch gerade im letzten Spiel gelernt, nicht halb hoch. Was sagt da der Trainer zu? Was meinst du jetzt mit halb hoch? Ja, man sagt, halb hoch ist leicht für einen Torhüter. Wir haben viele halb hohe Bälle gesehen, die dann auch gehalten wurden. Was sagt da der Trainer zu? Ja, der Bewegungsradius vom Torhüter ist natürlich bei der halben Höhe deutlich einfacher für die Bewegung, als dass man die Bälle da unten aufsetzt oder oben in die Ecken einklingt. Das ist ja nochmal so, das ist Handball. Und das ist halt der Bewegungsradius vom Torwart und der ist natürlich dankbar dafür, wenn er so eine Bälle kriegt. Man kann dadurch natürlich auch einen Torhüter unheimlich stark machen, was ich natürlich hier nicht hoffe. Der Ball bleibt im Block hängen, gut verteidigt hier von Altlandsberg, die auch zum oberen Drittel der Liga gezählt werden. Und somit sehen wir hier schon ein echtes Spitzenspiel am ersten Tag. Und es gibt die erste gelbe Karte gegen Jule Klütz.
Doch, hier haben wir zwei Handball-Experten und würden vielleicht gerne mal darauf eingehen, auf was man jetzt achten muss, gerade in der Abwehr. Die scheint ja sehr, sehr wichtig zu sein fürs Spiel. Ja, genau, natürlich. Man sagt ja nicht umsonst, dass in der Abwehr ein Spiel gewonnen wird. Und das ist etwas, an der der Schweriner Trainer sehr, sehr intensiv gearbeitet hat, weil das eben die Schweriner Mannschaft eine sehr angriffsstarke Mannschaft ist und in der vergangenen Saison in der Regionalliga auch war, aber eben doch das eine oder andere hinten vernachlässigen musste, will ich nicht sagen, aber vernachlässigt hat. Und ich weiß eben, dass da viel, viel Arbeit investiert wurde. Und ich denke, dass wir eben eine 6-0-Deckung gesehen haben, die sehr, sehr beweglich sein muss, eben bei den schnellen Spielerinnen hier aus Alt-Landsberg. Wir wollen mal gucken, wie das angeht. Ja. Nach Silvia Gehrig jetzt Stefanie Zase zum 1-3. Ja, Roberto. Selber vorne nicht gepunktet von Grün-Weiß. Abwehr relativ leichte Gegentore gekriegt. Es steht noch nicht viel bei der Schweriner Abwehr. Ich denke mal, die Abstimmungsprobleme sind vorhanden. Die gibt es in jedem ersten Spiel. Man muss sich finden. Da siehst du es. Joda Wenk mit dem Treffer zum 2-3. Ja, und wie gesagt, Abwehr ist natürlich entscheidend jetzt wichtig. Die Bindung zum Nebenmann muss da sein. Die Abstimmung, das miteinander sprechen, ist auch ganz wichtig. Ist das nicht gegeben, klar, entstehen die Lücken und dann die Gegentore. Das soll ja vermieden werden. Und klasse hochgestiegen, Janine Hetzer mit ihrem zweiten Treffer, 4-2. Schrittfehler, zeigt mein werter Kollege hier gerade an und das habe ich auch so gezählt. Und im Gegenzug Stefanie Zase mit dem 2-5. Und Schwerin liegt im Hintertreffen, muss sich jetzt erst wieder fangen. Aber ich möchte in der Zeit gerne mal von einem Roberto selber Kreisläufer. Was ist so die Aufgabe eines Kreisläufers? Was macht er? Der Kreisläufer ist eigentlich die ärmste Sau auf dem ganzen Platz. Der arbeitet und ackert für seine Aufbauspieler mit der Sperre, für die Lücken. Dafür ist er nämlich da. Wenn er dann natürlich das Anspiel kriegt, weil er gesehen wird, muss er natürlich auch 100% reinmachen. Aber es ist halt ein Schweinejob. Es tut saumäßig weh. Aber man ist ihnen immer wieder dankbar, wenn die Tore, einfache Tore dadurch fallen durch die Sperre. Ganz einfach. Wie genau sieht denn so eine Sperre aus? Was macht er dann genau? Ja, der Kreisläufer sollte sich immer so positionieren, dass er auf der Beiseite steht für die Spielerin. Aber die kommende Spielerin von der Aufbauposition achtet auf die Sperre, ob sie von der Innenseite oder von der Außenseite gestellt wird. Dementsprechend geht der halbe Aufbauspieler dann halt auf die Sperre ein. Die Sperre beinhaltet dessen, dass man sich gerade vor den Abwehrspieler stellt, ihn ohne Drücken, ohne Stoßen seine Position hält, um damit den Raum für den Aufbauspieler oder Nebenmann zu schaffen. Und wieder ist es Janine Hetzer, ihr dritter Treffer bereits in diesem Spiel. Und Alt-Landsberg setzt sich hier etwas ab. Die 4-Tore-Führung für Alt-Landsberg. Ja, vielleicht sollte man darüber nachdenken, die Nummer, was ist das? Nummer 8, dann etwas offensiver anzudecken. Aber abwarten, was der Trainer entscheidet im Laufe des Spiels. Marie Kinscher verkürzt inzwischen auf 3-6. Ja, das ist eine Zeit, so hat man es schon öfter gesehen, wo dann der erste Trainer auch mal eine Auszeit nimmt. Ist das jetzt schon wirkungsvoll? Ich denke nicht. Wie gesagt, es sind 7 Minuten gespielt. Man muss sich finden, man muss sich abstimmen. Also einmal abwarten, ein bisschen Tee trinken. Und hier sehen wir gerade, na schade. Aber wie gesagt, man muss sich über die Abwehr, fängt man sich und dann kann man irgendwann auch wieder gesichert nach vorne spielen. Also Stück für Stück nach vorne. Ja, das war jetzt, haben wir gerade gesehen, der zweite lange Pass, der nicht ankommt innerhalb von 8 Minuten. Zu wenig trainiert? Nein, das denke ich nicht. Ich glaube ganz einfach, dass das Fingerspitzengefühl oder das Timing für diese Partie ja noch nicht ganz gegeben ist. Also ich denke, dass die
Frauen noch dabei sind von Grün-Weiß, sich in das Spiel hineinzufühlen, zu racken, zu wühlen. Und da gehört das oder passt das einfach jetzt einfach dazu. Ich würde auch noch keine zwei Minuten, keine Auszeit nehmen. Ich denke, man muss den Damen noch die Chance geben, das Spiel sich so ein bisschen entwickeln zu lassen. Wir sind noch voll dabei. Man muss natürlich aufpassen, dass der Abstand nicht zu groß wird. Dann ist es natürlich ein Mittel. Aber ich denke, dass es da noch ein bisschen Zeit für gibt. Ja, derzeit Stefanie Zase ebenfalls ihr drittes Tor bereits, 4-7. Roberto, nochmal an dich. Du selber aktiver Spieler. Wo liegt so der Unterschied zwischen Frauen- und Männerhandball? So auf der Höhe, auf der Ebene. Oh, ich würde sagen, Frauenhandball sieht einfach etwas sauberer aus. Beim Männerhandball ist es halt so, da geht es viel körperlich. Klar, Frauen und Männer haben unterschiedliche Körper, werden anders eingesetzt, die Körper. Aber bei Frauen sieht das teilweise, ist taktisch besser aufgelöst. Die Spielzüge sind etwas klarer zu erkennen. Aber wir sind hier nun mal auch nicht in der Bundesliga. Also dementsprechend jeder mit seinen Mitteln zum Erfolg. Inzwischen, Wendy Künzel hat sich da durchgesetzt, 5-7. Und wieder ist es, nun haben sie das gemacht, was du angesprochen hattest, haben die 8 etwas offensiver gedeckt, haben diesen Wurf rausgenommen, den sie angedeutet haben. Trotzdem schafft man es auf der rechten Seite immer wieder die 21 frei zu spielen von Anne Landsberg. Wie ist das möglich? Da muss ich die Abwehr doch drauf einstellen können, oder? Na, eigentlich hat ja jeder eine Angriffsspielerin. Aber bei der Situation, zum Beispiel die Nummer 8 etwas kürzer zu nehmen, in der Wurfvorbereitung zu stoppen oder zu stören, ist natürlich die Aufgabe von den anderen 5 Leuten hinten dementsprechend durchzuzählen, damit jeder seinen Mann hat und dass die Verschiebung zur Außenseite dementsprechend zur Nummer 21 auch funktioniert. So, 6-7, Schwerin ist etwas rangerückt. Jetzt wieder und hat sich jetzt im Spiel gekämpft, also keine Auszeit zu nehmen, war bisher scheinbar doch das richtige Mittel. Und das war wieder über die Außen gespielt. Und wieder Stefanie Zase mit dem 8-6. Ja, warum kriegt man die 21 nicht in den Griff? Na, erstmal nehme ich an, dass sie eine gute Spielerin ist, es versteht, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu stehen und ihr helfen dabei die Mannschaftskameraden. Also es ist ein sehr schnelles Spiel hier von Alt-Landsberg und da ist sie wieder. Und ich denke ganz einfach, dass das Rückzugsverhalten in dieser Phase, also in diesem Spielzug eben nicht gut war, nicht ausreichend war und somit war sie